Radiant Photo hat ein wesentliches Update veröffentlicht. Was ist neu in dieser Version 1.0.3? Hallo zusammen, ich bin Klaus. Ich zeige euch heute die Neuigkeiten in der Radiant Photo Version 1.0.3, die gestern veröffentlicht wurde. Insbesondere für Windows-Benutzer ist dieses Update wichtig. Es wurde die Unterstützung für einen zweiten RAW-Decoder hinzugefügt. Dadurch wird die Anzahl der Dateitypen, die Radiant Photo verarbeiten kann, erheblich erweitert. Damit das unter Windows funktioniert, sollten die folgenden drei Anwendungen von Microsoft installiert und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Dabei als erstes die RAW-Bilderweiterung für Windows. Sie ist kostenlos, schaltet die Unterstützung für viele Kameras frei, darunter viele Fujifilm RAFs und die meisten Canon CR3-Dateien. Ihr könnt diese Erweiterung über den Windows App Store herunterladen, um sie auf eurem Rechner zu installieren. Aber es ist Windows 10 Mai-Update 2019 erforderlich. Das ist die Versionsnummer 1903. Wer also mit einer noch älteren Windows-Version arbeitet, hat einfach nur Pech. Ich habe euch in der Videobeschreibung einen Link hinterlegt, unter dem ihr nachsehen könnt, welche Kameras jetzt unterstützt werden. Das zweite wären die HEIF-Bilderweiterungen, ebenfalls kostenlos. Damit fügt ihr die Unterstützung für die High Efficiency Image Format Dateien hinzu. Die wird benötigt, um diese Fotos zu öffnen. Viele iPhones nehmen dieses Bildformat auf und einige Kameras haben kürzlich ebenfalls das HEIF-Format hinzugefügt. Den Link dazu ebenso findet ihr in der Beschreibung. Damit das mit der HEIF-Bilderweiterung überhaupt funktioniert, müsst ihr auch über die HEVC-Videoerweiterung verfügen. Radiant Photo weist darauf hin, dass das kein Radiant-Aufruf zur Änderung sei. Die Gründe dafür liegen in den Lizenzaufforderungen, denn diese HEVC-Videoerweiterungen kosten 99 Cent. Diese Lizenzgebühr zahlt Apple für seine Kunden. Die haben ja das HEIC-Format auch verbrochen. Microsoft bezahlt das nicht, aber es ist erforderlich, um diese Bildunterstützung freizuschalten. Verwendet ihr diese Formate überhaupt nicht, könnt ihr das vergessen, dann überspringt den Punkt 2 und 3. Dann ist die erste genannte Erweiterung, nämlich die Windows RAW-Erweiterung, die einzige, die ihr braucht. Radiant schreibt dazu übrigens noch: Ignorieren Sie die Bewertungen im Windows App Store. Viele Leute verstehen nicht, dass das gar keine Apps sind, sondern Formaterweiterungen. Habt ihr Windows 11 installiert, sind diese Erweiterungen möglicherweise bereits auf eurem Computer installiert. In der Videobeschreibung findet ihr alle Links dazu. Ach, das habe ich schon gesagt. Unter macOS werden die HEIC- und CR3-Dateien von Radiant Photo auch ohne die gerade genannten Erweiterungen unterstützt. Beide Betriebssysteme können jetzt alle unterstützten Dateitypen per Drag and Drop einfach über die Radiant-Fläche gezogen werden, um mehrere Dateien gleichzeitig zu öffnen. Auch ist es jetzt einfacher, die richtigen Dateitypen zu speichern. Es kann aber ein bisschen konfus erscheinen, wenn ihr beim Import nach Radiant Photo die Dateitypen mischt. Dann könnt ihr entweder alles in 8-Bit speichern, als TIFF, als PNG oder JPEG, oder ihr könnt es aufteilen, die RAWs in 16-Bit TIFF und den Rest in 8-Bit JPEG oder PNG. Auch könnt ihr natürlich im Originalformat speichern. Im Hilfemenü findet ihr jetzt einen Link für den Zugriff auf die Radiant Photo Collective Community. Es gibt eine weitere Reset-Taste. Möchtet ihr mit einer Bearbeitung ganz von vorn anfangen, gibt es eine zweite Schaltfläche zum Zurücksetzen. Klickt einfach auf diesen kreisförmigen Pfeil in der oberen rechten Ecke. Dieser Rücksetzen-Befehl versetzt das Foto in den Zustand nach dem Import in Radiant Photo, also entsprechend der Importeinstellungen. Denkt daran, dass ihr mit der Leertaste zwischen den Vorher- und Nachher-Ansichten umschalten könnt.
Der Radiant Manager startet nun täglich selbstständig und sucht nach Updates. Danach schaltet er sich wieder aus. Interessant wird sein, beim Stapelexport aus Lightroom Classic könnt ihr jetzt eure eigenen Benutzervorgaben verwenden. Mehr über den Stapelexport aus Lightroom Classic könnt ihr im Radiant Handbuch nachlesen. Den Link dazu findet ihr, na wo schon, in der Videobeschreibung. Leider ist ausgerechnet dieser Artikel noch nicht auf Deutsch erhältlich. In Windows wurde die Textlesbarkeit verbessert. Das wird besonders hilfreich sein, falls ihr eine Monitorskalierung aktiviert habt. Wenn ihr Radiant Photo das nächste Mal startet, solltet ihr eigentlich nach einem Update gefragt werden. Stellt dabei sicher, dass vor der Installierung alle Host-Anwendungen sowie Photoshop oder Lightroom Classic geschlossen sind. Für zusätzliche Anweisungen zur Aktualisierung findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Radiant arbeitet gerade am Update 1.1. In diesem für alle Radiant Photo Benutzer kostenlosen Update werden einige neue Funktionen zu Farbkorrekturen hinzugefügt werden. Und das letzte Schmankerl für euch: Der 25. November wird Black Friday sein. Radiant wird dann ein Bundle mit MyLeo anbieten. Die MyLeo Fotos Bildverwaltung ist eine coole Möglichkeit, Fotos zu verwalten. Damit könnt ihr all eure Fotos von mehreren Laufwerken oder Geräten in einer einzigen Fotobibliothek zusammenführen. Damit könnt ihr eine optimierte Bibliothek, die bis zu 20 Mal kleiner ist als das Original, mit all euren Geräten wie Desktop, Laptops, Telefone, Tablets synchronisieren. MyLeo Photo ist übrigens keine Cloud-Anwendung. Sie läuft nur lokal auf eurem Rechner. MyLeo Fotos funktioniert hervorragend mit Radiant Photo und bietet euch auch ein vollautomatisches Foto-Backup. Besitzt ihr Radiant Photo bereits, erhaltet ihr MyLeo Fotos für ein Jahr kostenlos. Wenn ihr beide Produkte kaufen möchtet, wird es ein spezielles Paket mit einem großen Rabatt geben. Lassen wir uns einfach überraschen von dem, was kommt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Euer Klaus. Ciao.